Nehmt den Ball zwischen euren Knöchel und ihre gebenden Augen. Euer Bein langsam noch nicht machen. Wenn ihr den Ball weggeht, dann bleiben eure Beine oben. Ihr lehnt sie nicht zurück, bis der von hinten wieder übergibt. Also anheben. Ihr holt euch den Ball. Die Halle unten. Ihr schiebt den Ball zur Decke. Macht euch ganz lang. Zieht ihn runter und übergebt ihn wieder. Ohne, dass ihr den nochmal gerade ganz runter nochmal. So lange müssen wir sagen. Ihr hinten versucht euer Kinn gegen zu lösen. Und ihr geht dann nicht nur vorne und holt euch den Ball. Die müssen so weit nach hinten bringen, dass ihr in der Position den Ball übernimmt. Wenn es von der Arme her nicht klappt, geht ein bisschen näher. So, wenn ihr den Ball in der Hand habt, Bauch fest ausspannen und ihr schiebt ihn dann mit Kraft zur Decke. Nehmt ihn wieder zurück und übergebt ihn wieder. Ihr unten versucht euren Bauch immer fest angespannt zu halten. Ihr nehmt ihn, schiebt den Ball mit Kraft zur Decke, zieht ihn wieder runter und übergebt ihn. Die bringen den Ball runter, ohne den Ball vom Boden abzulegen. Zieht wieder hoch, ihr übernehmt den Ball und schieben zur Decke. Tief ab. Packen wir es noch zweimal. Ich hätte jetzt eigentlich gerne Antwort erwartet, wenn wir wollen. Ja. Bei mir hat ja, wir haben zu elf, aber ja. Hochschiebe, immer Kraft. Wenn der Ball oben ist, haben wir Spannung, spüren wir die oberen Rücken. Wir sind hinten gebeugt und haben eine ganz stabile Rücken. Hochschiebe, tief ziehen und übergeben. Letzte Runde. Übergeben. Hochschieben, tief und zurück. Ihr lehnt den Ball ab und wir wechseln die Position. Um die Seite drehen. Wenn euer Ball zu breit ist, bei denen haben wir noch ein bisschen schneller, weil wenn der zu grün ist, vielleicht ist es besser. Ich hebe den Ball an, übergebe den noch hinten. Halte es gestreckt. Ihr zieht euch ganz lang nach oben, macht euch ganz lang, übergebe den Ball wieder. Und wir schieben tief. Ups. Und übergeben. Lassen die Beine so weit es geht oben. Ganz lang machen. Nehmen. Und aufwärts. Und wieder hoch. Weit nach hinten bringen. Lang machen, wir haben hinten gebeugte Beine, die hinten stehen. Die sind nicht gestreckt. Und noch zweimal machen.